Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um eine Aktienanalyse und zwar um die Aktie MGI und BMR. Das Ganze liegt schon etwas zurück und zwar war das hier am 12. Februar. Wie ihr ja wisst, das Ganze hier ist wieder keine Anlageberatung, sprich, alle Informationen auf diesem Kanal sind nur meine eigene Meinung. Solltet ihr diese Meinung für euch persönlich umsetzen und ihr horrende Verluste erleiden, dann hafte ich dafür nicht. Das Ganze steht unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, BMR und MGI. Was ist so besonders? Aktuell haben wir ja einen besonders starken Hype und einen sehr starken Aufwärtstrend aufgrund von Nvidia, aufgrund von künstlicher Intelligenz Hype und ja, ihr seht ja, wie im Sektor von Microchips, gerade Supermicro-Computers, ja, Nvidia folgt. Das nennt man Sektorenkorrelation. Und immer dann, wenn es in einem Sektor abgeht, gibt es immer einen Leading, man nennt es entweder Leading Gapper oder Leading Mover, ja, und dann eben die Following Movers. In dem Fall ist das eben die andere Aktie, ist zum Beispiel Supermicron. Und besonders im Bereich von Small Caps und Penny Stocks ist es so, dass diese Aktien das Potenzial haben, selbst wenn sie 100% gelaufen sind, nochmal weitere 100% zu laufen. Weil wir momentan mit Momentum sehr stark in eine Richtung, nämlich nach oben gehen. Neues Allzeithoch gemacht haben im S&P 500 und auch in allen anderen Indizes. Immer dann und besonders gerade jetzt zu der aktuellen Jahreszeit, wir sind wieder in der Saison, gerade im Januar, Februar, März geht es bei diesen kleinen Nebenwerten richtig ziemlich ab. Ja, und wenn wir natürlich in dieser Zeit das maximale also Kapital haben und kapitalisieren, können wir auch durchaus aggressiver reingehen. Gerade dann, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein kleines Konto, ja, dann jetzt ist die Zeit, wo man mit der Aggressionssteuerung eher nach oben fährt, also wirklich eher aggressiv nach oben fährt. Es könnte natürlich durchaus sein, dass der Markt in den nächsten Wochen eher eine Abkühlung erfährt, weil jetzt jeder auf den Zug aufgesprungen ist und weil jetzt jeder gecheckt hat, ah, okay, wir haben ein neues Allzeithoch. Jetzt kommt wirklich das Dump Money rein und das Smart Money verabschiedet sich so langsam. Ja, das sind alles so Konzepte. Natürlich gibt es jetzt niemanden, wo man sagen würde, okay, du bist jetzt ein Smart Money Investor und du bist jetzt ein Dump Money Investor. Man macht einfach diese Kategorisierung, um einfach es sich besser ja, vorstellen zu können. Und ja, lass uns anfangen mit der Analyse MGI und BMR. Ja, dann gehen wir mal zurück auf den 12. Februar. Und zwar hatten wir hier eine super schöne enge Range und wir hatten allerdings auch ein Gap. Ja, je nachdem, das hier ist eigentlich kein Gap, weil wir hier den 9. Februar haben, das ist der Vortag. Je nachdem, wo man es halt sieht, wenn man so sieht, dann sind es natürlich weit über 100%. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Ja, wir sehen, dass die Aktie sich zur Markteröffnung schon fängt, konsolidiert und dann steigt. Und was ich ja immer sage, ist Folgendes. Wenn es sich dabei um eine Aktie handelt, die einen Micro Cap und einen Micro Float hat von unter 100 Millionen Marktkapitalisierung und unter 3 Millionen bzw. bis 3 Millionen Float, dann bin ich auch bereit, vor dem Breakout-Level schon reinzugehen. Natürlich mit einer kleineren Size, ja. Aber häufig wird eben genau dieses Breakout-Level angelaufen, ja, weil es einfach wie ein Magnet wirkt. Und selbst wenn es dann Fakeout ist, hat man immer noch die Möglichkeit, nach dem Fakeout Break-Even oder mit einem kleineren Verlust reinzugehen. Ja, niemals das Breakout kaufen, das habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Leute, die Breakouts kaufen, sind eben der Dump Money, ja, und wir wollen eben das Smart Money sein. Also kaufen wir nicht an dem
zu dem Zeitpunkt, wo die Volatilität am größten ist, wie zum Beispiel hier, wo wir in einer Kerze eine Volatilität haben von, ja, holy shit, 35%. Ja, das war wahrscheinlich ein Circuit Breaker. 46, 41, ja, das war ein Circuit Breaker Hold. Das ist eben der Punkt. Häufig kommt es dann eben zu sogenannten Circuit Breakern. Ich zeige euch gleich auch nochmal ein Beispiel von einer Aktie, wo auch ein Circuit Breaker war und es dann aber nach dem Circuit Breaker der Ausverkauf kam. Ja, das Risiko besteht und wir sind ja logischerweise auch an der Börse. Hier geht es nun mal um Risiken und diese Risiken muss man managen. Das funktioniert nicht immer. Also vor dem Breakout-Level kaufen, hier haben wir einen Circuit Breaker. Muss man natürlich auch schnell sein, weil so ein Circuit Breaker auch relativ schnell kommt. Je nachdem, hätte man hier gekauft, hätte man hier den Stop, hätte man 14% Risk. Das ist eben genau der Punkt, den ich immer wieder meine. Bei diesen Aktien haben wir einen super Reward, aber auch einen super Risk. Also ein High Risk, ein High Reward. Es ist einfach unvermeidbar, dass bei den Aktien, wo man wirklich sehr, sehr viel rausholen kann, auch ein sehr, sehr großes Risiko hat. Deswegen müssen wir das Risiko managen. Ja, und ihr seht ja auch, dass die Kerzen immer größer werden. Hier unten einzusteigen mache ich nicht. Warum? Weil es sich nicht um das Gap and Grab Reversal Pattern handelt. Gap Reversal Pattern handelt, weil wir das wirklich nur bei kleinen Gaps handeln. Deswegen wäre ich wahrscheinlich hier schon irgendwo reingegangen, nachdem wir diese Zone hier sehen wir ja auch, dass wir hier auch so eine Konsolidierung in der Konsolidierungsphase hatten. Also wir haben hier eine Konsolidierung, ja, von dem Hoch und dem Tief. Und hier hatten wir auch nochmal innerhalb der Konsolidierung auch nochmal so ein Hoch und ein Tief. Hätte man sagen können, okay, hier haben wir so eine Konsolidierung und hier unten haben wir so eine Konsolidierung. Dann hätte man durchaus sagen können, okay, probier es doch hier irgendwo reinzusteigen, einzusteigen. Ja, wenn man hier eingestiegen, hätte man hier 15% Risk, aber eben für 100% Return oder noch mehr sogar. Holy fuck. Ja, genau, aber wahrscheinlich wäre man hier raus. Konsolidierung, Ausverkauf unterhalb des WeWebs. Klar, da wäre ich raus. Das ist eben das Risiko bei diesen kleinen Aktien. Ja, da muss man wirklich dann auch wirklich mit einer sehr kleinen Größe rein. Weil ich zeige euch gleich ein Beispiel, wo es eben nicht aufgegangen wäre. Dann sehen wir eine Konsolidierung und genau das ist eben der Punkt. Ja? Selbst wenn die Aktie jetzt hier, komm, schaut euch das an, vom 9. Februar bis jetzt hier zum 12., also das waren 2 Tage, ist die Aktie fast über 1000% gestiegen. Ja? Wie oft kommt das vor? Nicht sehr häufig. Aber das passiert bei diesen kleinen, ganz, ganz kleinen Micro-Caps und Micro-Floats. So, was wir dann sehen, ist hier diese ja, Konsolidierung und es geht dann letztendlich hier nochmal richtig ab. Ja, das sieht man sehr häufig, Konsolidierungsphase, das ist dann das sogenannte Midday Breakout. Wir konsolidieren und dann kommt hier der Spike nach oben. Ja. Hier hätte man durchaus den Einstieg wagen können. Hier oben haben wir natürlich dann das letzte Hoch, aber bei der 5 Dollar, aber da wollen wir eben nicht rein, sondern wir wollen eben hier rein, wo wir sehen, okay, jetzt kommt Momentum rein, die Kerzen nehmen zu, wir sehen hier 56.000 in einer Kerze an Volumen, das Volumen nimmt zu, 56.000, hier 160.000, 72.000, gut, nimmt es wieder ab, 100.000, ja, aber hier nimmt es zu, wir sehen es auch an der Kerzenbildung, wenn wir sehen, okay, jetzt hier nach so einer langen Konsolidierung nimmt die Kerzengröße zu, dann ist man bereit, hier reinzugehen und sagt sich, okay, hier hätte man nochmal einen Einstieg wagen können. Klar, 10% wieder Risk für fast 100% Return. Wer hätte das nicht gerne? Ja? Okay, das war MGI und dann noch die nächste Aktie wäre BMR. Natürlich achten wir auch immer drauf, dass es der First Green Day ist und nicht der Second Green Day. Ja, also da wäre ich schon wirklich sehr genau. Wir sehen hier eine Konsolidierung. Ah ne, Quatsch, das war jetzt hier der 16. Februar. Okay, hier hat man natürlich das Ganze nochmal gesehen. Breakout nach 17 Uhr. Eher unwahrscheinlich. Hat aber trotzdem funktioniert.
Gehen wir zurück zum 12. Februar. Sehen wir die Konsolidierung. Allerdings ist die Konsolidierungsphase hier auch nach der Session. Das passiert auch manchmal. Nicht immer ist es Pre-Market-Session, manchmal ist es auch nach der Session. Dann kommt hier der riesige Spike. Und das war am gleichen Tag wie eben mit MGI. Und genau das ist das, was ich meine. Heiße Tage sind meistens geclustert. Oder manchmal gibt es Aktien, die miteinander korrelieren am gleichen Tag. Ihr findet den Leading Gapper und dann müsst ihr noch die Aktien suchen, die dem Leading Gapper folgen. Und genau das passiert dann eben hier. Ja, BMR ist jetzt hier, muss ich mal gucken, in welcher Branche ist BMR eigentlich? Also hier haben wir Consumer Cycling, Packaging Containers, okay, nee, das ist Technology Software, aber vom Float und vom Market Cap relativ ähnlich und das war hier am 12. Hier, BMR und Nvidia team up accelerating adopting of the newest video standard. Ja, also wenn ihr jetzt schon so eine Headline liest, BMR und Nvidia, ja, dann ist klar, holy fuck. Ja, hier kann ein Hype entstehen und genau das ist passiert. Ja, weit über 200%, also absolut crazy. Das kann man dann auch mal bereit sein, gerade dann bei solchen Hypes, ja, über 300% sogar. verrückt, da hätte man einiges mitnehmen können. Nächster Einstieg wäre sicherlich. Also wir sehen hier nicht unbedingt, wir sehen zwar eine Konsolidierung von 15 Uhr bis 15:30 Uhr und dann von 15:30 Uhr bis 16 Uhr die nächste Konsolidierungsphase. Hier wieder von 16:30 Uhr bis 16, 17 Uhr fast. Brechen hier aus, kommen zurück zu dem Breakout-Level und dann spiken wir wieder nach oben. Hier war das letzte Hoch, der Retest, die Kerze dominiert die vorherige Kerze, Einstieg und es geht hoch. Klar, hier kam dann richtig der Ausverkauf rein. Ja, also es ist nicht immer so, dass wir eine konsolidieren und dann erst durch das WeWeb nach unten fallen, sondern manchmal ist es auch einfach so, dass es schon, dass es eben mit sehr viel Momentum nach unten geht. Wir haben aber wahrscheinlich hier auch wieder einen Circuit Breaker gesehen. Ja, 27:32, genau. Circuit Breaker nach dem Circuit Breaker, boom, geht es nach unten. Ja, aber nach so einer Bewegung hier wäre ich wahrscheinlich schon hier bei der 30 ungefähr raus. Genau, ja, 300% an einem Tag, das ist natürlich das optimale Szenario. So, und wenn man da natürlich an so einem Tag sieht, okay, es läuft und läuft und läuft, und man lässt halt auch mal die Gewinne laufen und ist auch mal bereit, naja, hier gehen wir 15% Risiko ein oder 10% Risiko mit einer kleineren Positionsgröße dann und es läuft, dann lässt man diese Position auch einfach mal laufen. Ja? Weil mit etwas Glück hat man halt mal 200-300% mitgenommen. Und das bringt das kleine Konto sehr, sehr weit nach vorne. Ja? Hiermit möchte ich nur mal sagen, okay, manchmal ist es auch gut, auch mal von seinem Tradingplan ein bisschen abzuweichen. Das habe ich ja letztes Mal schon erklärt, aufzuhören mit zu vielen Faktoren immer zu argumentieren, warum man jetzt rein und raus geht. An der Börse ist nichts perfekt. Ja. Es kommt vielmehr darauf an, wie ihr eben mit den Verlusten umgeht, mit welcher Positionsgröße ihr reingeht und ob ihr eben auch bereit seid, mal Gewinne einfach mal laufen zu lassen. Ja. Weil genau das unterscheidet die Verlierer von den Gewinnern. Ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.